take a trip to my... Hi Freunde und herzlich willkommen, hier bei Archie Gaming, Flo wieder am Start. Heute gibt es eine weitere Squad Building Challenge. Ich habe es heute Mittag im Video von heute Mittag gesagt. Die garantierte League One Team of the Season kommt raus und wir haben auch zur MLS bzw. zum Rest der Welt Team of the Season die garantierte SBC draußen. Außerdem, wie auch im Packcode angekündigt, die garantierte Team of the Week SBC oder bzw. Team of the Week Upgrade SBC heute am Start, bevor wir reinstarten und mit den ersten League One Upgrades. Ich weiß nicht, wie viel wir hinbekommen, 15, keine Ahnung, wie viel wir heute mit der Community gemeinsam hinbekommen. Hoffe ich, dass euch das Video euch gefällt. Wenn ja, zerstört ordentlich den Like-Button, Jungs. Lasst uns für die ganzen Packs, die wir zusammen bekommen haben, die 300 Likes auf jeden Fall voll machen. Und wenn ihr vor allen Dingen auch morgen Mittag zu der MLS bzw. der Rest der Welt Team of the Season ein Pack-Opening sehen wollt mit mehreren Sets, lasst mich das bitte mit einem fetten Daumen nach oben. Schreibt mir rein, ganz, ganz wichtig, runter rein in die Kommentare, was habt ihr gezogen? Ja, War es eher top? Oder war es eher Flop? Daumen drücken, Pack-Like rein, runter in die Kommentare, damit wir hier was Ordentliches ziehen können. Und dann würde ich sagen, starten wir rein. Und zwar kein Team of the Week. Heute am Start, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ich habe keinen Post gesehen von EA selber. Und wir sehen hier auch Volland und so weiter und so fort. Nichts am Stissel. Aber wir haben bei den Zielen Folgendes am Start. Und zwar Silver Start mit dran. 80 Tempo, 88er Schuss. Sieht jetzt nicht so besonders aus. Aber wie gesagt, kurz zur Info. Der ist auf jeden Fall am Start. Und ich guck mal gerade nach. Lass mich nicht lügen. Ich glaube, das war's. Oder haben wir wieder Silver Stars? Nee, das Silver Beast war schon da. Genau, also die Silver Star-Geschichte, das Einzige, was da auf jeden Fall rausgekommen ist. Und das heißt, wir gehen jetzt weiter zu den SBCs direkt. Kein Team of the Week da. Und zwar zu den garantierten Team of the Season Packs, Jungs. Team of the Week Upgrade, wie gesagt, auch da. Hier haben wir es einmal Rest der Welt, MLS, Tots, Garantie, SBC, die am Schlüssel ist. Und da müssen wir einen 82er Grading Squad mit 70 Teamschmie abgeben. Anzahl Spieler im Team sind 11. Ich gucke mal, ob schon Preis am Schlüssel ist, Jungs. Wir haben insgesamt 20.000. Also ich glaube, da könnt ihr keinen Verlust machen. Ich glaube, keine Karte davon ist auf jeden Fall richtig, richtig fett günstig. Und insofern auf jeden Fall mal euer Glück versuchen. Ich werde es, wie gesagt, wenn ihr Bock habt, gerne morgen dann im Mittag uploaden mit mehreren, weiß nicht, vielleicht 10, vielleicht 15 Packs versuchen. Wenn ihr Bock darauf habt, dann lade ich das gerne für euch dann auch hoch. So, die haben wir am Start. League of Premium Upgrades. Die ist an sich alles nice gewesen. Ihr habt vielleicht ein paar versucht, aber jetzt ist sie endlich draußen. Die League of Tots Garantie SBC. Und die finden wir hier direkt ein weiter. Endlich ist sie da. Und ich habe echt damit gerechnet, Leute. Ich habe nochmal überlegt, als sie da im Code da drin war. Vielleicht wird es echt ein 87er Grader Squad. Es ist aber zum Glück nur ein 86er geworden. Und mit einem Team of the Week oder Team of the Season drin. 55 Teamschmie haben wir dann da am Start. Die werden wir gleich auf jeden Fall abschließen. Aber vorneweg möchte ich euch mal kurz die Team of the Week Upgrade einmal zeigen. Die kostet 20.000, Jungs. Da können wir Spieler ziehen zwischen Team of the Week 15 bis 35. Ist 27 Tage da, lange, also für SBCs jetzt, falls ihr unbedingt ein Team of the Week braucht und die vom Preis nochmal steigen sollten, könnt ihr die gerne abschließen. Es ist ein 82er Grader Squad, 30 Teamschmie, wir kennen die SBC, aber ja, ich wollte einfach sagen, sie ist da. Empfehlenswert ist sie nicht, Jungs. Ja. 130.000 müssen wir für diese SBC aber jetzt hier hinlegen und deshalb würde ich sagen, gehen wir rein und geben die Spiele ab. Eben noch ordentlich eingekauft, Sommer, Birki, Guerrero, Witzel, Gulaschi haben wir am Start. Dann haben wir Sané und viele, viele mehr Bundesliga-Spieler, die wir hier erstmal abgeben. Leno als Deutschen beispielsweise. Und dann haben wir noch einen ordentlichen Hummels, der um die Ecke kommt. Und ich glaube, dann sind wir schon bei einem, lasst mich ja, da haben wir ihn am Start gehabt, bei einem Icardi. Und dann brauchen wir nur noch einen Tots, Jungs. Dann brauchen wir nur noch einen Tots. Und ich habe mich entschieden, dass wir wahrscheinlich Carrasco abgeben. Ja, wir geben mal Carrasco hier ab, Jungs. Brauchen wir definitiv nicht mehr. Und jetzt heißt es nur noch Teamschmied hinbekommen. Easy Game. Zack, zack, zack. 52. Swipen wir die. Swipen wir so. Genau. 60 Teamschmied haben wir so. Jungs, ich würde sagen, wir geben das Ganze ab. Wir gehen nochmal kurz durch. Also wie gesagt, eben auf Shopping-Tour gewesen. Erst Untrade der Leno. Tausch bei Erzbitzer Hummels. Habt ihr vielleicht auch im Video gesehen, dass wir den gezogen haben. Untrade Bellarabi natürlich. Der Rest... Untrade Icardi und Untrade Carrasco auf dem SBC-Account. Das erste League of Tots Pack, Jungs. Das heißt, es Daumen drücken. Bitte Mbappé. Ich mache hier direkt schon mal die Preisliste auf, Jungs, zu den League of Tots Spielern. Dass hoffentlich was Gutes dabei ist. Oh, bitte, ey.
So, Freunde, League auch, Team of the Season Garantie. Ach, bitte, ich werde eh schon wieder, weiß nicht. Gibt es einen Rechtsverteidiger? Rechtsverteidiger war ja gefühlt immer bei uns hier am Stissel. Erstes Pack, Jungs. Oh, bitte, yay, bitte. Das erste Mal Glück haben. Es wäre so schön. Es wäre so schön. Bitte, Jungs. Bitte. Einfach keine Türkei. Frankreich! Jungs, dieser Account ist einfach Rechtsverteidiger verseucht. Es ist jetzt ein rechter Außenverteidiger, aber es ist der einzige Rechtsverteidiger in diesem Spiel und er kostet immerhin 81k. Aber Jungs, wieso immer Rechtsverteidiger? Immer, Jungs, immer in allen garantierten Packs zur What-If-Promo und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid. Schreibt mal Rechtsverteidiger Lost in die Kommentare, Jungs, wenn ihr Bescheid wisst, was ich für Rechtsverteidiger alles gezogen habe. Das kann doch ernsthaft nicht wahr sein. Das kann es doch einfach nicht sein. 130k, wir kriegen 80k zurück. Was ist denn da los hier? Wir gehen rein in die nächsten. Daumen drücken weiterhin, Jungs. Let's go. So, Freunde, wir gehen rein ins nächste Pack. Nächstes garantiertes Ligue-1-Pack. Und wir haben am Start. Oh, Frankreich. RM. Ach, wir haben einfach 89er Labort am Stissel, Jungs. Was sagen wir preislich? Was sagen wir preislich, Jungs? Wo sind wir da gerade? Guck gern nach. 33k tatsächlich nur noch. Oh mein Gott. Er hat so seine Vorteile, aber definitiv auch Nachteile. Und damit rein ins nächste. Let's go. Drei Sterne leider nur. Mann, ey. So, Freunde, Pack Nummer 3 steht an. League One Team of the Season Spieler. Welcher wird es diesmal? Bitte kein Rechtsverteidiger, bitte kein günstiger. Ach, wir haben das MLS Tots Pack als erstes gemacht. Ja, moin, Jungs. Wir haben erstmal das MLS Tots Pack mit Zimmermann am Start. Okay, er hat beide, Jungs, deshalb kurz Verwirrung. Zimmermann. Ja, so viel wie die SBC selber. So, Freunde, da ist das nächste League One Team of the Season Pack. Und welche Nation wird's? Frankreich wahrscheinlich wieder, macht diesen. Oh, ja, da wissen wir Bescheid. Rating ist da. Über 100k, 105k stand jetzt. Einen Cheeky Keller Navas, Jungs. Besser als Fonte oder sowas, Jungs. Caio Henrique, 40k. Das ist schon mal nicht schlecht. Gehen wir rein in Pack Nummer 4, Jungs. So, Freunde, nächstes League of Tots Pack. Wir wollen was sehen. Brasilien! Oh, ZM. Oh, Jungs. Kurzer Schockmoment. 105k ungefähr wieder. Lucas Paqueta. 90 Tempo, 90 Schuss, 94 Dribbling, 90 Physis. Der ist ein guter Rounder, Jungs. Der ist schon nice. Not bad. GG auf jeden Fall zu ihm. 4 Sterne. Mit dem kann man was machen, Jungs. Mit ihm kann man es machen. Und damit mal rein in Pack Nummer 5, würde ich sagen. Bitte, ey. Bitte. Gönn. So, Freunde, kurz zwischendurch, kurz vor Pack Nummer 5, das Team of the Week Pack. Einfach, um es mal kurz zu testen. Und damit Trimmel jetzt. Ja, GG zu ihm. So, Freunde, nächstes garantierte Pack. Es geht Schlag auf Schlag und es ist wieder Brasilien. Ah, es gibt so viel Brasilianer. Warum? Was haben wir? Paqueta, Neymar, Caio Henrique. Und wie schon eben gesagt, 45k ungefähr. So, Freunde, next one. Wir sind bei Set Nummer 6 vom Ligue 1 Tots Pack. Und jetzt heißt es Daumen drücken. Frankreich, Stürmer, Ben Yedder. Ah, es wird ein Stürmer. Es ist Yilmaz. Der erste Yilmaz, Jungs. Losc Lille, Meister geworden, verdienter. Und schade, wie gesagt, das wäre halt x-mal besser gewesen. Er hätte halt einfach das Skill-Move bzw. Weakfoot-Upgrade vor allen Dingen auch bekommen müssen. Sonst, aber so kostet er nur 45k, Jungs. Kannst du nichts machen. So, next one. Pack Nummer 7. Was gibst du uns heute? Wieder ein Stürmer, diesmal Frankreich. Bitte, ey. Komm, Rechtsverteidiger hat auch so gut geklappt. Da, der nächste Navas. Der nächste Navas, Jungs. Können wir es offensiv Gutes ziehen? Wäre gut, Jungs. Aber Navas, ich will mich gar nicht. Über Navas hätte ich mich gefreut. Schön ordentlich Rating.
fast so viel wert wie die SBC selber. Aber man kann nicht immer Glück haben, ne? So, Freunde, last but not least heißt es dann jetzt League All Pack Nummer 8. Und da schauen wir doch gerne rein. Türkei, schade. Es wird niemals und damit reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, reinzuschreiben in die Kommentare, was habt ihr gezogen. Schreibt es mir gerne rein und damit reingehauen. Bis zum nächsten Video. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute.